Hitze legt sich auf meinen Körper wie Blei. Mit tauben Paddelschlägen durchquere ich eine Wand aus Gestank und der erdrückenden Schwüle Südindiens, ohne dass mir Yoko mein genaues Ziel genannt hat. This is the end. Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde und ich und mein stummer Begleiter sind alleine unter 1,2 Milliarden. This is the end. Was zur Hölle soll ich hier? My only friend, the end. Und saß ich da auf dieser Nussschale, zerstochen von den Mücken, und dachte mir, alles klar, schlimmer kann eigentlich dieser Trip in Indien nicht starten. Dachte ich. Flaschenpost von Yoko, ne? Dem ist auch nichts zu blöden. Lieber Klaas, ich schreibe dir diese Zeilen und bin froh, dass ich schon alle Buchstaben kenne. Denn ich bin erst 8 Jahre alt. Vor mehr als 25 Jahren habe ich diese Flaschenpost losgeschickt und ausgerechnet, dass sie genau jetzt bei dir in Indien landen muss. Indien ist cool. Da gibt es coole Tiger. Er hat dann noch mal extra geschrieben, wie ein Kind, weil er mir weismachen wollte, er hätte diesen Brief mit 8 Jahren geschrieben. Und das sagt echt einiges aus, dass er denkt, oh, wenn ich hier altes Papier nehme und es ein bisschen ankokel, dann wird er denken, die war lange unterwegs, die Flasche. So, jetzt zu deiner Aufgabe. Du kennst ja sicher das römische Wagenrennen bei Ben Hur. In Indien gibt es etwas ganz Ähnliches, an dem du teilnehmen wirst. Ein zukünftiger Bekannter von mir wird dir morgen im Hotel alles erklären. Wenn du dieses Rennen morgen überstehst, hast du die Aufgabe bestanden. Wenn nicht, der medizinische Standard in Indien ist 2013 bestimmt nicht mehr so schlimm wie heute. Also komm nicht ums Leben, denn wir sind in der Zukunft sicher die besten Freunde. Gruß, dein Yoko. Es klingt halt alles wieder nach Verletzungen, nach gefährlich, nach peinlich, nach schlimm. Was willst du jetzt machen? Ciao, ihr Trottel! Nein, das! Was willst du jetzt machen? Ja, was sollen wir machen? Wir fahren jetzt ins Hotel und morgen wird die Kacke hier erledigt. Das machen wir. Mr. Klaas Heifer? Yes, first floor. First floor? Yeah. This way? Klaas? Hello. Yeah. Hello. I'm Chandan. I'm your guide. Hi. Yoko says you should wear this. This? Yes. All right. And we're really late. So I'll see you down in 5 minutes. All right, thank you. Okay. Yeah. Oh, schön hier. Das ist schön. Hat was, ne? Ihr macht euch immer einen Spaß draus, ne, dass ich in so Rattenlöchern wohnen muss. Aber wenn ich jetzt morgen das Denguefieber kriege oder einfach nur eine ganz schlimme, unbekannte Krankheit aus der Matratze, dann tut euch das auch leid. Ne? So, komm, ich zeig dir noch mal was. Komm mal mit. So, Spa-Bereich. Ne? Et voilà. Diese ganzen Spritzer hier, ne? Das und das, ne? Entweder wurde hier mal einer umgelegt oder jemand ist hier dünnschiss scheißend nackt im Kreis gelaufen. Ne? Ja, dann habe ich mir erstmal die Sachen angezogen, die ich da bekommen habe. Muss das schon wieder sein? Sieht gut aus. Ist es nicht schon heiß genug hier? Das sah sehr historisch aus, was ich da anhatte. Salvete, cari operari, ex imperator Vesta. Salve tu, Domine. Speramus te bene, Domi. Visse, diemque nigotis plenum expectitarum esse. Vita, pulcra acidit, quod aridet, celum serenum, commodus serbet familia Vestra. Herr Bele, optima valetudine utitur. Ja, reicht das, ne? Ja. Los. So was haben die da auch lange nicht gesehen, ne? Dass jemand an der Bushaltestelle steht, komplett als rüber. In dem Moment denkst du doch, wäre ich mal lieber aus der Sonne gegangen heute Morgen. Ich glaube, dass viele Inder sich selber für verrückt halten jetzt. Ist
Is it really necessary that we drive with the bus? That's what Yoko said. Und wo geht's hin? Wie weit fährst du? Ist der Pendler? In Indien Bus zu fahren ist jetzt auch nicht so vergleichbar mit Busfahren bei uns zu Hause. Da fährt halt alles mit. Menschen, Tiere, Römer. Come on, tell me what we have to do. I can't really tell you what it is. Why don't we go there and find out? Ja, und dann habe ich halt hier den Rest der Zeit damit verbracht, nicht in die Ziegenpisse zu treten und habe mich nett unterhalten mit Schandern. Nur die eigentlich interessanten Fakten, nämlich wo fahren wir genau hin und was machen wir da, so meine immer wiederkehrende Frage, wurde auch da wieder mal nicht beantwortet. Ja, irgendwann waren wir dann relativ weit ab vom Schuss. Da sah man dann schon so durch die Bäume und relativ viele Leute, die sich um so ein rechteckiges Spielfeld irgendwie aufgebaut haben. Und dahinter hat man gesehen, waren Bullen festgebunden. The bulls are part of what we do. Yes. They're not the normal bulls. They'll be very violent. Danke, Jakob. Wir nennen das in Indien Bullsurfing. Das ist eine Tradition, immer zum Anfang oder zum Ende der Monsunzeit, also wenn die Felder sowieso unter Wasser stehen. That's what exactly is my part. You are going to be in between those bulls when they run like that. Alright. So I'm one of the guys there. Yes. At the bull. You might be the only guy there. Das Ganze an dem Seil, was an den Ochsen befestigt ist. Das heißt, irgendwie daran festhalten. Gemeinsam mit den Ochsen von A nach B kommen. Egal in welche Richtung die rennen, egal was die vorhaben. So ein Stück hinter den Hufen. Diese Analogie zum Waagerennen, die war ja schon irgendwie da. Also es sah schon so ein bisschen so aus, ne? Deswegen also auch das Römer-Outfit. Do you have some kind of a security instructor here? Yes, of course. We won't let you do it without safety instructions. Da ist man natürlich in dem Moment ein bisschen beruhigt. Er sagte, wir haben selbstverständlich einen Sicherheitsbeauftragten hier, den stelle ich dir jetzt vor, mit dem redest du und danach wird das alles kein Problem sein und genauso was. Jetzt weiß ich auch nicht so richtig viel mehr, ne? Ja, ich glaube, ich gehe erstmal in mich und denke ein wenig darüber nach. Dann stehe ich da gerade und dann schaue ich so rüber und sehe halt, dass so eine kleine Menge so an Menschen zusammenkommt. Und mitten in der Mitte steht einer von meinem Team, du, und scharrast da mit den Leuten rum. Der Betting. Der what? Der Betting. Betting. Da wird gewettet. Und zwar nicht auf mich. Jetzt kann man nicht warten, dass du hier noch ein paar Mal kriegst. Die Leute hier noch die Cola aus der Tasche. Habt ihr auch gewettet? Michael, hast du gewettet? Hast du gewettet? Ja. Du hau ab! Hau ab! Hau ab! Wenn ich da auch noch merke, mein ganzes Team und 50 andere Inder, die wetten alle gegen mich. Ne? Irgendwann geht dann so ein kleiner Schalter los. Und dann denke ich mir, alles klar, jetzt erst recht. Die Bullen, wenn die so ab und zu mal so ausgebrochen sind, so nach links und rechts, dann merkst du halt, wie viel Kraft die haben, wie unbedingt die losrennen wollen und wie unkontrollierbar. Einer wird hier heute sterben, ich hoffe, dass ich das nicht bin. Gut, unter einer Bedingung. Aber ich mache das nur, wenn ich danach einen triumphalen Siegeszug nach meinen Vorstellungen bekomme. Entscheid dich. Siegeszug kriegst du.
Ich hatte wirklich eine ekelhafte Pampe. Überall Wasserschlangen, die Kühe scheißen da rein und auch nicht nur die Kühe. Man kann es ja nicht verhindern, dass man was trinkt davon. Ja, gleich. Und da geht einem schon ganz schön die Pumpe, wenn man weiß, gleich geht's los. Ne? Und dann geht da die Post ab. Währenddessen schluckst du halt einen halben Liter von der Mumpe da. Wenn mir morgens einer gesagt hätte, heute Nachmittag wirst du Scheiße trinken, wäre ich gar nicht erst losgefahren. Als ich mir die Scheiße aus dem Gesicht gewischt habe, stell dich fest, ich bin im Ziel. Ich hab's gewonnen! Ich hab den grünen Punkt! Geh mal ins Volk, ich hab das geschafft! Ja! 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 Ich hab den Punkt! Jogo! Was ist denn eigentlich mit Triumphmarsch? Ich habe mir ja eingefordert, einen persönlichen, von mir gestalteten Triumphzug. Siegeszug kriegst du. Und den habe ich auch bekommen. As soon as you're born, they make you feel small. Aber ein schöner Moment. By giving you no time instead of it all. Wie war in Indien für dich? Geht. Geht.